Herr Haas, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Reise zum Tor zur Welt. Ich darf die drei Reiseführer, oder vier Reiseführer sind es, nach vorne an die Tische bitten. Geben Sie mir doch mal bitte ein ganz kurzes Stimmungsbild, wie Ihr Fragendruck ist. Wollen Sie schnell fragen? Ich habe mir wahnsinnig viel aufgeschrieben. Wir können uns alleine unterhalten hier vorne. Aber wie geht es Ihnen im Moment? Gibt es viele Fragen schon? Nicken oder hier so ich mal zeigen? Es ist noch Ruhe, es ist noch Ruhe im Laden, hinten als zwei, gut, dann fange ich mit der normalen Moderation an. Mikrofon wechseln. Hören Sie uns auch so? Reicht das? Ich finde das immer so ein bisschen, wir sind ja im Fernsehstudio. Geht auch ohne? Ja, hervorragend. Wir versuchen, wenn es zu leise wird, rufen Sie rein. Sagen Sie, es ist zu leise. Dann sprechen wir lauter. Die erste Frage geht an Herrn Hill. Herr Hill, hat Herr Haas es geschafft, einen First Place zu bauen oder ist er kläglich gescheitert und hat einen Third Place gebaut? Die Frage habe ich mir gleich gestellt. Für mich war es ein 1-2-3 Place. Okay. Also wirklich, ich fand es klasse, dass diese Büros, Chapeau, fand ich wirklich super gemacht. Aber für mich ist das ganze Ding eigentlich auch ein Stück weit Third Place. Also zumindest die Terrasse vorne ist ein Stück weit First Place. Second Place sowieso. Naja, und wenn man die Arbeitszeiten kennt, dann ist es vielleicht auch der First Place. Ja, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist die Diskussion um Identitäten und das Planerische daran. Und was ich dann sehr schön fand, war der Satz von Herrn Haas, wie schwierig es ist für einen Planer in jedem planerischen Beruf, den Zufall zu planen. Jetzt fand ich, alle diese Projekte wollen ja etwas und sie wollen eine große Individualität. Lässt sich diese Individualität tatsächlich als planerisches Ziel erreichen oder ist die Gefahr, dass immer mehr Individualitäten sich verdammt ähneln? Wer traut sich? Also das sieht man jetzt, glaube ich, ganz einfach. Wenn man durch deutsche Innenstädte geht, ich sage jetzt bewusst durch deutsche Städte, durch Innenstädte geht, das ist schon sehr uniform. Also es sind fast immer die gleichen, die sich diese Ladenmieten leisten können. Und dadurch wird die Aufgabe für den Architekten oder die Gestalter natürlich immer schwieriger, da andere Punkte zu setzen. Aber ich habe so das Gefühl, dass es immer mehr auch Bedarf gibt oder dass die Leute merken, dass da was anders sein muss. Das hat natürlich viel mit den ganzen Ketten zu tun, die wir hier in Deutschland speziell haben. Aber genau dort hier in Deutschland oder meistens gibt es diese Ladenpassagen. Das hat man so in Frankreich, außer in Paris, gar nicht. Das gibt es ein bisschen in Italien und dann lässt das schon sehr stark nach. Also so eine Einzelhandelskultur, und die Frau Blocher zustimmen, gibt es ja so weltweit in dem Sinne gar nicht so. Sie haben ein sehr individuelles Projekt gezeigt. Ist das die Ausnahme? Oder? Also für uns ist es nicht die Ausnahme. Wir haben sehr viele Projekte dieser Art. Ich kann auch lauter. Also für uns ist es nicht die Ausnahme und wir haben sehr viele Projekte dieser Art. Und auf der einen Seite haben Sie natürlich recht, die Städte werden viel, viel uniformer. Also wenn man sieht, wie viel Idealisten es weltweit gibt, die auch weltweit, von Paris bis Rom, bis San Diego oder sonst wo, ihre Shop-Konzepte und ihre immer gleichen Uniformen multiplizieren. Aber auf der anderen Seite gibt es ja schon einen ganz großen Trend zur Individualisierung. Also ob das die Innenstädte sind, ob das die Museen sind, also es gibt ja eigentlich einen ganz großen Trend zu den gebauten Ikonen. Also von daher hätte ich jetzt eigentlich keine Angst vor der Uniformierung. Ja. Also gerade bei den gebauten Ikonen, Sie hatten ja den Begriff der Landmarks, der ist eigentlich durchgängig. Ich will das Zeichen bauen. Jetzt fahre ich nach Hamburg in die Hafen City, Sie haben es geschafft, haben so ein schönes Zeichen gebaut. Hat sich immer auch versucht, es auch. Inzwischen haben es viele andere auch versucht. Also wir wollten ja alle Zeichen abzeigen, aber das hat, finde ich, nicht überall gleich überzeugend geklappt. Und wenn ich dann die Reise nach Las Vegas fortsetze, ja, dann kriege ich die Kopie. Dann kriege ich dann Venedig nachgebaut. Für mich, muss ich sagen, als Nicht-Architekt, als Normalbürger, ein spannendes Phänomen, je mehr Zeichen gewollt werden, desto weniger Individualität erreicht die Stadt. Geht Ihnen das auch so oder sagen Sie nein, aber Nein, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, der unbedingte Wunsch nach Landmarken und Identitäten, der führt natürlich auch zu Auswüchsen, ganz klar. Und ich sehe ehrlich gesagt die Uniformität nicht unbedingt als Problem, sondern die Identität eines Ortes ist nicht nur bestimmt über das einzelne Gebäude. Stuttgart hat eine ganz klare Identität. Ja, das ist die Stadt hier im Kessel.
was auch immer, Halbhüllenlagen. Es gibt Identitäten und die sollte man stärken, die sollte man herausarbeiten. Und so hat Hamburg zum Beispiel auch eine Identität, die Stadt am Wasser. Und das machen die mit Bravour, dieses rauszuarbeiten. Ob das einzelne Gebäude dann immer gleichzeitig ein Ausrufezeichen sein muss, das würde ich auch als Architekt bezweifeln, das glaube ich nicht. Es gibt aber Situationen, und wenn Sie die Hafencity als Beispiel nehmen, da gibt es ja auch Privathäuser, reine Wohnsituation, wo es eigentlich aber gar keine Lust in so einem Ausrufezeichen zu leben. Ja, da brauche ich das nicht. Aber es gibt Verantwortungen in der Stadt, und dazu gehört so ein Unternehmen, wenn ich in so einem großen Zusammenhang Hafen City 1200 Leute in einem Bürogebäude unterbringe, in so einem Ort, der eigentlich öffentlich eine ganz andere Identität hat, dann muss ich dort etwas tun. Und es muss nicht immer das formelle Ausrufezeichen sein, es kann auch das inhaltliche Ausrufezeichen sein. Es kann auch sein, dass ich einfach eben die Möglichkeit habe, das Erdgeschoss zu nutzen. Dass ich dort hingehen kann, ohne Eintritt zu zahlen. Dass dort Läden drin sind oder kleinere Einheiten, wie immer die bespielt sind, das finde ich gar nicht so relevant. Ich glaube auch, dass diese Trends sich die ändern. Sich. Was wir nur weltweit erleben, ist ganz klar, dass diese Städte insgesamt einfach erkannt haben, dass die Identität sehr oft sie selbst sind. Und es ist ja auch ein Trend zu beobachten, dass man rausgeht aus den Malls oder eher in den Straßenraum und dass man auch wieder die Stadt als Erlebnisort definiert. Und dieses Third Place nicht in einem hermetisch abgeschlossenen Ort, sondern definiert als Erlebnisort im Stadtraum. Und dann ist es wichtig, dass eine Stadt eine Identität hat. Ich sage gerade heftiges Kopfnicken bei Ihnen zu den Ausführungen von Herrn Arzt. Ja, das ist Zustimmung, weil das ist ja das, eigentlich das, was der Ray Oldenburg will. Also deswegen habe ich das bewusst in unserem Vortrag ja auch mal gezeigt, dass das nicht einfach nur platt eine Hülle ist, sondern dass es eigentlich von Ihnen kommt. Diese Schönheit, die eigentlich von Ihnen auch ist. Nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional etc. Und dass es gerade eben im öffentlichen Raum immer mehr dazu kommt, dass solche Third Places wirklich nach außen getragen werden. Bei mir, bei dieser Uniformität, ging es mir jetzt nur speziell in Deutschland, wenn ich die Einzelhandelslagen sehe und der Kampf um die Besucher. Das ist ja irgendwie, wenn Sie heute an der Weihnachtszeit oder durch diese, die ja leider schon bald im September beginnt, wenn Sie da durch eine Innenstadt laufen, wie gleich das alles aussieht. Das ist das, was ich damit verurteile. Und es geht mir nicht nur um die Hülle, sondern das Innere, dass das von Ihnen kommt. Wenn es alles ehrlich gemeint ist, dann nimmt es der Kunde oder der Besucher auch wahr. Das geht auch sehr stark Hand in Hand mit der Wirtschaftlichkeit, mit der Wirtschaft als solches. Sie arbeiten in Objekten, die eine größere Dimension geben. Nur als Beispiel, ob wirklich etwas kleiner dimensioniert ist, ein Shop-in-Shop-System oder einfach eine Innenentwicklung für eine Ladenkette. Da spielt auch der wirtschaftliche Mediatismus eine ganz große Rolle. Dass Leute sofort auf Ergebnisse kommen wollen, dass Leute sofort Ergebnisse vorweisen müssen und du hast ganz oft mit Händchen, aber nicht mit Tanzen zu tun. Und das führt dann zur Uniformität, weil dahinter ist auch die Angst vor dem Mut. Und es ist ein Wohltun zu merken, dass auf einmal ein Unternehmer sagt, ich habe hier 12 Läden und die werden anders sein. Scheiß drauf, die werden anders sein. Und die werden gut werden. Der Unternehmer muss auch in der Lage sein, das mit Leben auszufüllen. Und ich denke, das ist, glaube ich, ein Keyword, dass ganz viele einfach nicht in der Lage sind, was zu Ende zu denken. Und die Unternehmen oder Städte, das muss man ja gar nicht auf Läden oder Büro oder Stadt, sondern einfach derjenige, der in der Lage ist, was zu Ende zu denken und Impulse zu bringen, der wird am Ende derjenige sein, der begeistert. Ich denke, das Thema Begeisterung, Menschenbegeisterung ist ganz wichtig. Sie haben am Anfang eine Frage gestellt. Ja. Sie haben uns beide gefragt, wie reagieren unsere Kunden, wenn wir mit Third Place und Ähnliches kommen. Sehr unterschiedlich. Und auch da merkt man sehr schnell, wo die Reise hingehen kann. Ob jemand offen ist, sagen, ich habe eine Marke, diese Marke hat Werte, hinter diesen Werten steht eine Kommunikation, dahinter steht eine Kommunikation mit dem Konsumenten, die auf verschiedenen Ebenen läuft und eine Glaubwürdigkeit und eine Konsequenz. Und ich habe Mut zum Spielen. Und da wird es interessant. Da wird es interessant. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die Leute auch solche Argumentationsketten erleben. Jetzt habe ich gerade jetzt an einem Beispiel, weil das eigentlich auf Frau Glockers Projekt zutrifft. Ich fand es sehr mutig damals, dass der Inhaber 6 Monate war es, glaube ich, das Geschäft geschlossen hat. Ne? Ich meine, man muss ja auch sehen, ich glaube 6 Monate sind. Also es war, also von der Leistung, dieses wunderbare Projekt in dieser kurzen Zeit hinzubekommen. Sensationell. Was mir auch imponiert hat, dass einer,
Ich musste, glaube ich, bis Ostern oder ab Ostern konnte es umgebaut werden. Und dann irgendwann im Oktober musste das Ding wieder fertig sein. Da fand ich das sensationell, diesen Mut, den da der Inhaber hat. Man muss ja auch mal die wirtschaftliche Seite sehen. Wenn ich sechs Monate ich mein Geschäft schließe, und das sind ja auch alles Überlegungen, die dazu führen. Okay, die Mountainbiker weggelassen. Also ich würde gerne noch einen Punkt kommen. Das ist die Frage, die jetzt, Sie haben es eigentlich, diese beiden Parteien haben es angegangen. Die starke Persönlichkeit des Auftraggebers als auch ein Qualitätskriterium. Das heißt, es ist im Einzelnen passt, bei Ihnen war es so, Sie hatten einen Auftraggeber, den Sie geführt haben, bis zu dem Punkt, wo er in der Lage war, Ihre Gedanken mitzunehmen, Sie konnten ihn überzeugen, auch ein sehr mutiges Konzept umzusetzen. Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, unser Auftraggeber hatte aus einer eigenen Gedankenüberlegung heraus Ideen, was das heißen könnte. Und wir hatten aus einer anderen Gedankenwelt heraus Überlegungen. Und es hat so ein paar Wochen gedauert, wirklich nicht lange, ungewöhnlich kurz, bis man gesehen hat, dass man eigentlich deckungsgleich ist. Ja? Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Frau Bloch hat was Wesentliches gesagt. Ich glaube, eigentlich geht es darum, wie kann ich etwas belegen. Für den Menschen ist immer noch die größte Attraktion der Mensch. Da können wir tun, was wir wollen. Menschen gehen an Orte außerhalb ihres Hauses, um andere Menschen zu erleben. Und dazu habe ich gleichzeitig das Phänomen, dass Städte in Europa zumindest oder in der westlichen Welt tendenziell weniger dicht werden. Ja, ich meine, früher war das automatisch, dass die Straßen voll waren, da hatte jeder nur 10 Quadratmeter Wohnraum, musste mehrfach raus, weil es keinen Kühlschrank gab. Das gibt es heute nicht mehr. Heute sind es, glaube ich, 100 Quadratmeter Deutschland pro Person durchschnittlich. Das bedeutet ja eigentlich weniger Leute. Das, was wir vorhin auch gehört haben. Wie schaffe ich es, größere Verweildauer der Leute in Städten zu haben, damit die Menschen dort bleiben und Attraktionen werden für andere Menschen? Und wenn ich das zu Ende denke, ist das ein wesentlicher Aspekt der Architektur. Das hat dann gar nichts mehr mit irgendwas zu tun. Ich muss Plätze schaffen, wo die Leute gern sind. Ganz einfach. Ja, jetzt kannst du einfach. Ja, dann ist das ganz normal. Ja. Also, ich finde, das muss man sehr in der Stuttgart, weil das in den Kugel sehr gut geschafft hat. Ja, hier ist auch ein Ort entstanden. Ja. Absolut. Kommunikation, ja. Also aber allein durch die obere Ebene mit dem Waranga und ich weiß nicht, was da ist. Und beim Waranga, das ist doch auch spannend, wenn man sich überlegt, Stuttgart hat ja eine Identität dieser komischen Orte. Palast der Republik früher. Dann war hier mal Pauls Boutique, ich weiß nicht, alte Stuttgarter kennen das noch. Und da war doch jeder erstaunt, wie dieses Pauls Boutique einen Ort kreiert hat, den es einfach nicht gab eigentlich. Und das hat in Stuttgart sehr gut funktioniert und das Waranga lebt von der Erinnerung an Pauls Boutique. Das sind Identitäten entstanden, die eigentlich völlig irrational sind, die nur aus dem Erlebnis der Menschen miteinander sind. Das spricht wieder ein bisschen gegen den Planungsansatz. Also Sie alle sind heute Abend hier, um über Brandplans im weitesten Sinne zu sprechen. Wenn man ja als Auftraggeber denkt, das will ich haben, jetzt gehe ich mal zu Herrn Haas, zu Herrn Hild und sage, mach mir das Brandplan. Und dann kommen Sie und sagen, das wird schwierig. Weil nein, das ist ja nicht schwierig. Ich meine bloß, dass es manchmal, es sind nicht Dinge wie eine schicke Fassade oder wie ein guter Inhalt, das sind manchmal das einfach wesentliche Aspekte eines Ortes erkannt werden müssen. Das ist die Orientierung, habe ich Südsonne, kann ich da oben im Sommer sitzen, ich kann. Bin ich windgeschützt, bin ich erhöht, habe ich einen tollen Ausblick, ist es für mich eine Riesenaktion, da hochzukommen oder nicht, geht es einfach, Menschen sind faul. All wenn das berücksichtigt ist, hat so ein Ort, wenn er dann noch in so einem Zentrum liegt, wie hier, einfach sehr, sehr viel Vorzeichen, dass er funktionieren kann. Und da muss nicht spektakuläre Ausrufezeichen sein. Kann ich zum Beispiel spielen, diese Gedanken bei Ihrem Plan eine Rolle? Eine ganz andere als bei Ihnen, weil wir haben kein Objekt, von dem ich einen Blick runter habe. Ich habe keinen Fluss von mir. Ich habe einem Kunden gesagt, ich habe 1000 Filialen. Das macht mir meine Traumwelt. 300 Euro pro Quadratmeter. Danke. Und, so viel. Und da wird es interessant, weil da muss man auch einen ganz starken Grad der Abstraktion mit sich bringen und sagen, ich spiele auf eine ganz andere Mittel. Und das ist das Coole bei diesem Nexus-Projekt. Weil es wurde tatsächlich von Portugal bis Russland komplett umgesetzt in einer Sprache. Und die Spielregel, der Film, der funktioniert bei allen. Weil jemand gesagt hat, okay, ich glaube an die Geschichte, ich glaube an dieses Drehbuch und das ziehen wir durch. Und das ist wichtig, das Drehbuch.
Also ich denke, ob das jetzt das tolle Unilab-Gebäude in Hamburg ist oder ob das tatsächlich diese kleine Filiale ist, es muss alles in Anspruch haben und es muss alles irgendwie eine Geschichte erzählen können. So ist es. Also das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, egal ob das jetzt, was weiß ich, Orsay ist oder Louis Vuitton, es muss eine Geschichte sein. Es gibt nun mal auch andere Gründungen, es gibt andere Verbraucher, so und jeder ein Verbraucher muss entsprechend bedient werden. Also das ist die Story, die wir erzählen zwischen der Marke und dem Menschen selbst. Das ist ja genau das, was wir vorhin schon gesagt haben, wenn wir es schaffen. Und da geht es im Hessischen sehr, sehr losgelöst vom Ort. Also da, ne, das finde ich eigentlich das Spannende, weil wie wahr, wie echt, wie authentisch, wie Identität, wie viel Identität hat es denn, wenn ich das völlig abstrakt, ich kann es ja auch als Film zeigen, oder? Ich gehe ins Kino, erlebe das Gleiche. Das funktioniert gut, aber inwieweit ist das mit den Werten aus dem Verein hast? Oder mit Ihrer Vorstellung? 100%, ich glaube einfach, ich habe nur dieses Beispiel hier aufgegriffen, wo ich es für mich relativ, sagen wir mal, erklärbar fand, wieso dieser Ort entstanden ist. Aber wie wir ausgeführt haben, ist es natürlich, hat er profitiert von der Situation. Aber da gibt es Orte, da muss ich die Attraktion schaffen, um die Leute überhaupt zu animieren, hinzugehen. Ganz klar. Und dann sind dort andere Gedanken, die eine Rolle spielen, aber nichtsdestotrotz folgen auch diese Gedanken, meine ich, als Architekt sehe ich das zumindest so immer dem Ansatz, Menschen zueinander zu bringen an dieser Stelle. Ja? Und wie ich das schaffe, über eine gute Geschichte, über eine Identität, über einen eigenen Charakter, eine Atmosphäre, tollen Blick, was auch immer, das ist zweitrangig, das ist dann das Werkzeug, das ich benutze. Aber die grundlegenden Dinge, was Menschen tun, wie die miteinander hausieren, wie die miteinander umgehen, wie die eine Stadt erleben, ist zumindest in der westlichen Kultur, meine ich, relativ stabil. Da weiß man schon relativ gut, was da passiert. Es gibt ein paar Regeln. 400 Meter laufen sie noch, wenn sie was sehen. Drüber setzen sie sich in ein U-Bahn-Taxi oder Auto oder fahren wieder. Das bedeutet, wenn sie die 400 Meter Sprint lang geführt werden mit unterschiedlichen Attraktionen, hören sie einmal auf zu laufen. Wahnsinn. Das sind grundsätzliche Dinge. Und wenn die berücksichtigt sind und dann inhaltlich auch noch gut gefüllt und dann aber so einen entscheidenden Punkt liegen, kann das oftmals gut funktionieren. Deswegen, um auf Ihre erste Frage zurückzukommen, das kann man schon planen. Ich hätte jetzt gerade noch gebraucht. Okay. Sie hatten das Thema der Verantwortung angesprochen. Uri Weber als Auftraggeber Verantwortung gegenüber der Gleichheit. Bin ich zu leise? Also die Unilever mit der Verantwortung als Auftraggeber gegenüber der Öffentlichkeit. Also ich baue ja auch städtischen Raum, Sie haben von der Gemeinde gesprochen, die da quasi einzieht. Welche Rolle spielt diese Überlegung einer Verantwortung für die Umwelt, für das städtische Umfeld auch bei Ihren Arbeiten? Verschiedene Paar Schuhe. Wenn jemand auf den Kontakt uns zukommt und sagt, ich habe jetzt 550 Filialen von Portugal bis Moskau, kann ich schwer einen Bezug nehmen auf die Umwelt. Oder auf das Umfeld, Weil es kann sein, dass ich 30 Quadratmeter habe und in einer anderen Stadt habe ich 120 Quadratmeter. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Drehbuch ist das gleiche. Umwelt ist eine ganz andere Geschichte. Ganz großes Thema. Sustainability, das hat man ja in diesem Timberland-Store gesehen. Das ist nicht nur die Theke, ich weiß nicht, ob man das so verstanden hat. Da ist der ganze Laden aus gebrauchtem Holz. Also Treibgut, alte Paletten, was weiß ich. Also das ist wirklich ein Sustainable-Konzept. Das ist ein Thema, das wir sind auch im Displaybereich zu Hause, immer mehr nachgefragt wird, wo wir wirklich nachhaltig arbeiten müssen. Jetzt kann man natürlich fragen, fährt denn der Truck mit der Dani und Sahne, was weiß ich, muss der unbedingt, oder mit dem Kefir nach Griechenland und hin und zurück, ist das dann alles noch sustainable? Aber es wird immer mehr hinterfragt, diese Nachhaltigkeit, und wir stellen uns dem sehr stark. Und auch da wieder, ist das Thema Wirtschaftlichkeit. Also Wirtschaft, ein ganz großes Kriterium. Wir haben eine Kosmetikmarke, für die wir jetzt eine Reihe von Displays, die wir in tausender Stückzahl produziert haben, die komplett mit eigentlich Bio-Kunststoff gemacht worden ist. Da kann man sich die Frage stellen, wird tatsächlich der letzte Ort, wo das Display steht, wenn die Person das Zeug nehmen, Papier abreißen, den gelben Sack stellen oder nein. Aber diese Firma wird diesen Aspekt vermarkten. Werbung und am Display selbst. Und man kann sagen, die Argumentation dahinter ist, es sind einfach Rohstoffe, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, die wir dort verwendet haben. Das heißt auch da immer wieder das Thema Wirtschaft. Ich glaube, es sind so kleine Steinchen, die ins Rollen kommen. Es fängt der erste macht, was der zweite macht, was
bei euch in der Architektur, schon viel früher, bei uns, in unserem Bereich, kommt es ganz stark in Wahlen. Und auch da wieder sind wir gefragt, im Film, das Kino im Kopf, unser Kunde zu wecken und sagt, hallo, habt ihr schon gehört, das? Und dann machen sie ganz große Angst, sagt, geil. Und dann kannst du wieder weitermachen. Also bei uns ist es natürlich auch so, dass das eine große Wichtigkeit hat, ob das bei der Beleuchtung anfängt, bei Energiesparthemen oder auch diese Goldzertifikate oder wir sind gerade bei Ladenbaukonzepten für Display zu entwickeln, wo es eben darum geht, erneuerbare Materialien zu verwenden, also nach Möglichkeit den Metalleinsatz zu reduzieren etc. Ich denke, das ist klar, das ist ein Thema, das bleibt nicht mehr außen vor. Ja, ich wollte gar nicht sehen, so sehr auf den ökologischen Aspekt, sondern auch auf den Verantwortung sehr von der kleinen Gemeinde gebracht, die mutige Architektur. Sie hatten von der Lederhosenarchitektur vom Boden gesprochen. Die Besitzer der Lederhosenarchitektur waren wahrscheinlich nicht sofort begeistert, als sie zum ersten Mal den Bauplänen sahen, zumindest alle. Wie vermittelt man da die Verantwortung? Wie transportiert man das, dass man sagt, das, was wir hier machen, ist ein Schritt nach vorne und nichts gegen euch, sondern einfach nur der nächste Schritt? Also man hat natürlich immer die Verantwortung dem Ort gegenüber und man muss nur überzeugen mit dem, was man an dem Ort machen will und man muss die Bevölkerung davon überzeugen. Und letztlich ist es ja aber so, wenn was diskutiert wird, dann ist es ja schon mal nicht das schlechteste Zeichen. Also dass es da immer kommt, für oder wieder gibt, ist klar, dass im Zweifel ein Ort gut angenommen werden muss und mehr dafür sind als dagegen, ist auch klar. Aber dass sowas diskutiert wird und dass immer dann, wenn man versucht, aus dem Strudel ein bisschen rauszuschwimmen, man auch angreifbar ist, das ist keine Frage. Aber dass es letztlich genehmigungsfähig sein muss und dass jemand einen Stempel drauf macht und speziell dort war der Bürgermeister und alle waren total davon überzeugt und die wollten auch im Prinzip was eben aus der Menge sich etwas abnimmt. Mhm. Den Themenbereich würde ich an der Stelle abschließen und noch einen anderen aufmachen. Das ist die Frage, letztlich Brandlands Markenarchitektur, Markeninszenierung ist ein Instrument des Marketings. Bei der Erarbeitung Ihrer Konzepte bedienen Sie sich der Technik des Marketings, machen Sie nur Zielgruppenforschung und sagen, wir wissen aus Erfahrung, aus Erforschung, das wird funktionieren am Endverbraucher, am Kunden, am Bewohner, am Nachbarn? Das ist, will ich antworten, das ist sehr unterschiedlich, hängt sehr von der Größe des Konzerns ab, der dahinter hängt. Die machen natürlich ganz extreme Marktforschung. Ein ganz großer Trend ist da, das ist vielleicht auch mal für eine Idee für dich, ist alles, was Neuromarketing betrifft, weil das ja sehr damit zu tun hat, wie ist der Mensch gepolt, dass er einkauft? Wie kauft er wann ein? Und das ist für uns natürlich ein Thema. Wir beeinflussen das mit, aber die ganz, ganz großen Umfragen, kosten schon aus monetären Gründen, sind die natürlich eher beim Konzern angesiedelt. Ich denke, dass es klar ist, dass man das mit einbeziehen muss, dass man, aber man, also man wird im Zweifel nicht eine wirkliche Marktforschung machen, aber man hat ja natürlich viele Erfahrungswerte und ein Stück weit hilft manchmal auch schon ein bisschen der Menschenverstand, um zu wissen, was geht und was geht nicht. Im Rahmen, ich habe nur eine Professur, da mache ich das schon. Arbeiten wir mit Soziologen zusammen, da geht es ein bisschen um städtebauliche Phänomene. Aber vieles, wie Frau Locher sagt, das ist ein bisschen die Erfahrung eines Architekten, die sammelt man im Laufe seines Berufslebens auch. Das sind ganz grundsätzliche Dinge, wie Menschen miteinander umgehen und auf was sie wie reagieren, die einen auch sehr gut leiten können. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem so, in ihrer Welt ist für mich vieles auch neu, wir bauen auch gerade in den Bereichen, muss ich auch dazu lernen, weil da ganz klare Regeln auch vorherrschen, wie wohl eingekauft wird. Das sind ganz grundlegende Dinge. Aber das meiste sind auch, und das machen wir oft, um mit Soziologen zusammenzusitzen, um von denen zu erfahren, wie eben der Nicht-Architekt, der Nicht-Kunde, der Nicht-Bauherr, sondern einfach der Jedermann, wie der Räume erlebt. Wie er Stadträume erlebt, wie er Orte erlebt und wie er dort miteinander agiert. Das ist hochspannend. Das knüpft sich gleich an. Theorie, Praxis. Es kommt ein Kosmetikmarkt auf uns zu und sagt, wir brauchen eine neue Bühne für unsere Produkte. 1 Meter breit, 1 Meter 40 hoch, 50 cm tief, 15.000 Stückzahl, super geil, klasse. Machen wir bitte 265 Produkte drauf als
Sachen 65 Produkte müssen sichtbar sein. Kaufen tut die Dame, die 35 Jahre alt ist, die morgen eine halbe Stunde vom Spiegel verbringt und auch noch die 45 Seiten Marketing. Ja. No comments, weiter. Inszeniert man meine Marke. 265 Produkte, super. Dann bleiben wir vielleicht 3 cm übrig für die Markeninszenierung. Und da fängt wieder der Film an, dass man den Leuten sagen muss, man hat ganz bescheuert, wie soll ich jetzt hier inszenieren können? Und alles ist zugepflastert mit Ware. Da stelle ich mich einfach nur daneben und sage, ich bin MeToo. Scheiß drauf, vergiss, ich gehe nach Hause. Nein. In dem Moment spielt diese Überzeugungskraft eine große Rolle und sagt, mach einen anderen Weg. Was ist eure Marke? Sagt er mir das oder dies oder jenes? Super. Wir reduzieren bewusst die Produktmenge, schaffen damit eine Bühne zum Spielen und gewinnen den Kunden, der das hervorragend gemacht hat. In Spanien eine Supermarktkette, die niedergedrückt wurde von Carrefour, Bercor und wie die alle heißen, Mercadona heißt die Kette. Wie gesagt, das ist was. Wir reduzieren unser Sortiment um 50%, spielen dann noch unsere eigene Hausmarke rein. Und die Leute sagen, um Gottes Willen, da habe ich nicht die Bandbreite, habe ich nur 3 Meter Lippenstifte da stehen. Nein, habe ich nicht. Also ganz einfach, wenn ich in so einen Job gehe, also mir geht es zumindest oft so, und da ist wieder das Gelernte, das Thema, nach 3 Düften ist die Nase zu. Und spätestens nach 8 Augenblicken weiß ich nicht mehr, was ich im Schaufenster gesehen habe. Das sind so, das sind Erfahrungswerte. Aber man sieht immer mehr, dass die Leute natürlich von dieser Masse erschlagen werden. Und da ist oft weniger sehr viel mehr. Da ist der Mut zu sagen, ja, ich gehe in meine Wege, ja, ich inszeniere meinen Markt und dann auch einmal merken, dass es auch einmal mehr verkauft wird. Wow, warum denn das? Spannend. Jetzt geht's los. Ganz hinten, bitte, der Erste. Was jetzt auffällig ist, wenn man Sie reden hört, also ich laut genug, verstehen Sie mich? Ja, ja. Ja. Wenn Sie reden hört, merkt man wirklich, dass nach wie vor 2 Welten aufeinandertreffen. Also das Zusammenspiel ist tatsächlich zwischen dem Anliegen einer Verkaufswelt, die eben entsprechend der Stückzahl, egal wo, etwas zu präsentieren hat, Menschen zu verführen hat, wir sagen mal etwas zugespitzter formuliert, und die Welt, die jetzt Haas vorgestellt hat, die eben um Authentizität gültig ist, also um Verortung, wo ich sage, was bewegt Menschen an einer bestimmten Stelle, auf diesem Planeten. Kann man nicht abschließen. Ignorieren Sie das. Was die Menschen auf der Welt bewegen, ist das Bierchen, was wir nachher haben werden. Das ist schon mal ganz lecker. Aber dafür soll ich das. Also, und dieses Nebeneinander ist nach wie vor spürbar. Also, und vielleicht wird es auch eine Spannung bleiben. Also, mir als Zuhörer fällt einfach jetzt auf, dass ich einen Wunsch hätte, sozusagen, diese Verkaufswelt mit einer Architektur zu verbinden, die wiederum authentisch ist. Also das, was, ich weiß den Namen mehr, der Moderator gesagt hatte, eben vorher, wie bringt man das zusammen sozusagen, den Ort selber, den städtebaulichen Ort, den landschaftlichen Ort, mit der Botschaft eines Verkaufsortes und des Produktes. Und da, denke ich, liegt man auch als, sagen wir mal, mündiger Konsument nach wie vor ist man in einem Dilemma, weil man auf der einen Seite eben die Fassaden des Verkaufs sieht und dahinter eben einen furchtbaren Ort wahrnimmt. Und da wünscht man sich eben, dass das mehr zusammengeht. Insofern stelle ich jetzt zumindest bei der Abend nach wie vor eine gewisse Spannung fest zwischen diesen beiden Feldern. Das Ding ist mir recht, das ist nicht, also ich so viele Fragen, ich würde gerne die nächste Frage. Aber wenn der Applaus jetzt mit uns, bitte schön, Sie haben sich als Erster gemeldet, dann Sie. Ja, ich wollte eigentlich nur eine Antwort geben, obwohl ich was ganz anderes sagen wollte. Sie brauchen kein Architectural Identity, Sie brauchen auch kein Design, um erfolgreich zu sein. Höchst erfolgreich. Ich darf auf die beiden erfolgreichsten deutschen Firmen verweisen, die in Baracken mit 2 Schildern, auf denen steht Aldi und Lidl, ihr Geschäft machen. Und das ist das Geheimnis, dieses Geschäft ist der Preis.
ausschließlich verpreist und sonst überhaupt. Da haben Sie ja auch da müssen wir uns mal einsagen. Das Konzept von Aldi zum Beispiel ist insofern clever, als dass die drei Klopapiersorten 70% des Klopapiersbedarfs in Deutschland decken. Aber außer Klopapier gibt es ja auch noch was anderes zu kaufen. Und ich zum Beispiel möchte meine Klamotten nicht beim Aldi im Regal kaufen. Ich auch nicht. Ich würde auch lieber zu Louis Vuitton, zu Timberland gehen. Ja, ja. Ich wollte aber eigentlich auf den Unterschied hinweisen. Wenn Sie von Architectural Identity sprechen, auf ein Beispiel aus unserem Nachbarland Österreich, ich weiß nicht, ob Sie die Einkaufsmärkte von Impreis kennen in Tirol. Die haben es geschafft, auf einem architektonisch und wagenmäßig hohen Niveau die Kunden anzusprechen. Ich wollte das nur als Gegenbeispiel nennen, denn wir haben diese zwei und diese beiden anderen, die Deutschen, haben das erreicht, was Sie vorher sagten, von Moskau bis nach Lissabon eine Identität zu schaffen. Ich komme öfters nach Portugal und habe deshalb dort auch mit Aldi gelegentlich Berührungspunkte. Dort ist Aldi genauso bekannt, Lidl genauso bekannt wie bei uns. Also die Frage, der sich die Herren vielleicht doch auch mal was tun sollten, was macht den Erfolg eigentlich aus, kann ich durch solche Beispiele, wie Sie sie jetzt bei Unilever gebracht haben, wirklich argumentieren, das zieht die Menschen an. Ich sage jetzt nur, bei Lidl und bei Aldi ist nichts dem Zufall überlassen. Ganz kurz, Herr Wolfen, möchtest du mir ein bisschen mal dazu? Die damals haben eine Frage. Also in Stuttgart haben wir ein Last Days. Das würde mich auch mal interessieren, ob sich da die Gesellschaft spaltet in unten und oben. Der Last Days empfinde ich für unser Musikerzentrum da oben. Also es gibt nichts Hässlicheres, als da durch die Passage zu gehen. Und einer, der jetzt einmal ihre Architektur schätzt, der würde sich da nie hinwagen. Spaltet sich dann solche, durch so eine Identity, spaltet sich so eine Gesellschaft? Kann ein Musicalplatz nie was werden, weil eben das Hormon nicht stimmt? Es gibt ja in New York zum Beispiel, sind die ganzen Musicalplätze hochbelebte Situationen und sind in die Stadt integriert. Ich denke, es liegt an der Enklave da oben, dass das einfach da hochgesetzt worden ist. Dann ist es ja auch eine Zeit lang politisch stark angestrengt gewesen. Dann ist die ganze Gastronomie hat halt ein bestimmtes Niveau und die Musicals haben vielleicht auch ein bestimmtes Niveau, als dass halt dort ein bestimmtes Publikum sich gerne aufhält. Ich möchte noch mal ein Stück weit auf den Herrn eben antworten. Also es ist uns natürlich ein Bedürfnis. Wir haben hier keinerlei Beispiele aus dem Lebensmitteleinzelhandel gezeigt, weil das genau aus diesem Grund, wie der Wolfgang gerade so schön sagt, bei Lidl, bei Aldi, bei den Unilevers ist nichts dem Zufall überlassen und da ist Marke eben noch nicht im Vordergrund. Sie haben ein super Beispiel genannt in Österreich, da sind auch noch die Billa-Märkte, die wirklich Architekturpreise erzielen und da sieht man schon, da gibt es auch eine Richtung, aber natürlich suchen wir uns hier nicht den LEA aus, das ist, glaube ich, der umkämpfteste Markt, den du haben kannst und für Architektur ist da nicht so viel Platz. Weitere Fragen aus dem Publikum? Wer will nochmal, wer hat noch nicht, wer traut sich? Nutzen Sie die Chance, selbst wie Sie herrschaften, so irgendwann. Die Leute wollen zum Vielleicht eine allgemeine Frage noch. Eine allgemeine Frage zur Aufgabe, also zum Bereich der Agentur, irgendwie, ob Sie jetzt alle in so eine Art Zukunftsmöglichkeit sehen, was jetzt ja verstärkt in den letzten 15 Jahren vielleicht aufgetreten ist, dass sich die Architekten auf die Marken schmeißen. Meinen auch, sie kennen sich da ziemlich gut aus und was die Leute aus dem Marketing erzählen, ist eh nicht so interessant. Der Hightech weiß es sowieso sehr viel immer. Und mich würde interessieren einfach, ob das die nächsten 20 Jahre vielleicht an Aufgaben oder Betätigungsfeld ist, eigentlich jetzt auch für junge Hightechen, da der Markt ja ziemlich schlecht ist anscheinend. Gibt's da, ist das eine Vision, dass man sagt, zum Beispiel Bremisch bekannt irgendwie für auch für nachhaltiges Bauen geht, in 30 Jahren spricht nur Bremisch jetzt als ja, als Brand Architecture, ist das sozusagen ein Ziel für Architektur, dass wir da jetzt in die Richtung gehen und versuchen uns diesen Markt, der vorher belegt wurde, ja vielleicht von nicht von Architekten, sondern von Marketingleuten aus den Konzernen, uns diesen Bereich zu schnappen, ist das was Gutes oder kommen wir dann plötzlich aus Architekten in so Diskussionen wie heute auch rein, die dann vielleicht der reinen Architektur gar nicht so wahnsinnig viel bringen?
Also nur mal so eine kritische Frage an alle, ob das was Gutes ist. Eine kurze Antwort. Ich denke mal, also Identität und Unterscheidbarkeit sind einfach absolute Maßstäbe in unserer bildmächtigen Welt. Das ist so. Da braucht man gar nicht drum herumreden. Das ist ein heiß umkämpfter Markt. Jeder versucht sich zu positionieren. Jeder. Und ob man das wissentlich macht, glaube ich nicht mal, ist das Thema. Man wird auch irgendwann da reingetrennt. Das sind Automatismen, die da stattfinden. Man muss sich zum Teil auch dagegen wehren. Wir hatten ein Gebäude gebaut in Toronto, das war nicht nachhaltig. Und der Bauer hat gesagt, wieso wenig Architekt hat das doch gemacht, das ist ein nachhaltiges Haus. Und er hat gesagt, nein, das ist es nicht, du wolltest nicht mitarbeiten. Ich glaube, aber man kann ja eine Identität erst dann finden, wenn man einen Inhalt hat. Und insofern ändert sich eigentlich gar nichts. Man muss erstmal sich einen Inhalt erarbeiten und wenn man dann daraus noch eine Identität kreieren kann, umso besser. Frage, junge Architekten mehr in die Marken werfen? Ich glaube, so kann man das nicht sagen. Also erstens mal kann man die Bereiche nicht voneinander trennen. Das sind alles visuelle Wahrnehmungen und die müssen letztlich zusammenspielen. Und egal ob Architektur oder Produkt oder Marke, es muss letztlich aufeinander abgestimmt sein und es muss ineinander übergehen. Ansonsten sind Marken oder ist Architektur schwach. Also wenn das Gebäude keinen Inhalt hat oder der das Boden belebt, das Gebäude von innen und außen nicht leben kann, dann wird es nicht zum Ort, den Menschen gerne besuchen oder wahrnehmen. Insofern, ich sehe eigentlich keine Differenzierung zwischen Marketing und Architektur. Das eine baut auf das andere aus und es muss sich letztlich ergänzen, um im Ende mit der Summe zu funktionieren. Das ist im Prinzip, was ich denke, das wird auch in Zukunft, was auch jetzt schon nicht so gespielt wird, nicht so einfach gesehen, sondern das sind immer interdisziplinäre Teams. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Herrn Mikunda mal kennengelernt und ein Theaterdramaturg, das macht Spaß. Da kommt man nämlich auch auf genau diese anderen Ideen und diese anderen Ansätze. Und so hat jeder aus seinem Feld, sei es aus dem Marketing, der Nächste mit dem Architekt oder der Theaterregisseur, solange es um Inszenierung geht, sind das Methoden. Und da glaube ich, es wird nicht wirklich so abgegrenzt werden. Ganz im Gegenteil, wir werden viel mehr mit anderen Ebenen zusammenarbeiten. Es gibt noch eine Frage. Ja, ich habe noch eine Frage. Funktioniert Identität ohne Wahrhaftigkeit für Sie? Oh. Wer von Ihnen hat dann gelesen? Herr Haas. Fangen wir mal links an. Identität ohne Wahrhaftigkeit. Ich würde sagen, nein. Also ich glaube, man unterschätzt Leute. Oder man unterschätzt Menschen. Menschen spüren das. Und insofern glaube ich, nein. Vielleicht kurzfristig ja, aber das berührt, finde ich auch, und das berührt nämlich einen interessanten Punkt, weil die meisten Marken können ja gar nicht wahrhaftig sein. Die sind ja völlig virtuelle Gebilde. Du hast ja kurz, also ja. Die Herrschaften erst auf die erste Frage antworten, bevor wir zum nächsten kommen. Entschuldigung. Vollkommen recht, der Konsument ist alles andere als Logan heutzutage, umso mehr. Blogs, Internet, whatever, da ist, wo ich mich informieren kann. Und eine leere Hülle ohne Inhalt entdecke ich ganz schnell, dass es ist, weil letztendlich bilde ich mich auch als Mensch. Bis zu einem gewissen Grad mit dem definieren, was mich umgibt. Ich habe keinen großen Wort mehr im Leben, was nichts dahinter hat. Kurzfristig ja, langfristig nein. Und noch. Schließlich der Meinung an, ich denke, der Inhalt und Wahrhaftigkeit sind, die gehen nur miteinander. Und wenn sie nicht miteinander gehen, dann ist eine leere Hülle. Herr Bade, so interessant es ist, wir müssen um die Gastfreundschaft. Danke, dass Sie mir das ablehnen. Ich wollte das nämlich gerade sagen. Wir sind fast auf dem Punkt gelandet. Ich wollte mir nur noch ein Resümee. Erstmal sehr herzlichen Dank also für alle für die wunderbaren Vorträge und die offene Diskussion. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Also mein privates Fortbildungsprogramm hat geklappt. Die Summe für mich ganz einfach. Wenn Sie jemand fragt, was ist ein Brandland, können Sie mit Sicherheit sagen, das Porsche Museum, Schwanstein und Louis Vuitton. Die drei klappen immer. So, das war's. Ich hoffe, wir treffen uns gleich alle noch in der Kalverstraße 18. Da geht's weiter bei den Umtrum. Sie haben dort alle die Gelegenheit, mit den Herrschaften und Damen vertiefend Ihre Fragen zu besprechen. Dankeschön und schönen Abend.
Podcast.